Diese Umarmung der Völker auf offener Straße in Trans, so beschreibt Volker Braun die Sommertage 1973 in Ostberlin, die 10. Weltfestspiele, eingeladen hat die DDR für antiimperialistische Solidarität, Frieden und Freundschaft, das ist das offizielle Motto. Die 10. Weltfestspiele, heute vor 50 Jahren wurden sie eröffnet und wären beinahe gleich wieder zu Ende gewesen wegen eines Trauerfalls. Das ist ein Stichtag jetzt hier von Sven Hecker. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Es ist offenbar keine x-beliebige Verlautbarung an diesem Sommertag 1973. Dass das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Sprecher des DDR-Rundfunks, versagt die Stimme. Unser Genosse Walter Ulbricht heute am 1. August 1973 um 12.55 Uhr gestorben ist. Der Tod Walter Ulbrichts kommt nicht unerwartet, aber unpassend. Erich Honecker hatte Ulbricht 2 Jahre zuvor entmachtet. Nun will sich der neue Mann an der SED-Spitze seine große Show nicht durch den Totenspitzbart vermiesen lassen. Die 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten gehen weiter. Staatsgetrauert wird hinterher. Warum ist das nicht? Die DDR im Aufbruch, Anfang der 70er Jahre. Honecker will, so scheint es kurz nach seinem Machtantritt, einen Kurswechsel. Und nun, im Sommer 73, präsentiert sich die DDR-Hauptstadt als weltoffene, moderne Metropole. Hunderttausende Jugendliche aus aller Welt feiern eine sozialistische Riesenparty. Mit einem Sonderzug sind 1000 Delegierte aus dem Bezirk Dresden hier heute angekommen. Auf alle Fälle werden wir hier sehr viel mit Ausländern sprechen, diskutieren, ihre Probleme, die sie da haben. Wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 zum 10. Wohl zum ersten und letzten Mal in ihrer Geschichte präsentiert sich die DDR so offen, so freizügig, als Teil einer weltweiten Emanzipationsbewegung. PLO-Chef Arafat ist da, auch Vertreter der chilenischen Allende-Regierung, vor allem aber der Festivalliebling Angela Davis, Kommunistin und Frauenrechtlerin aus den USA. Sie alle vermitteln den Ostteilnehmern das Gefühl, nun tatsächlich zu den Siegern der Geschichte zu gehören. Aber so etwas hat der Alex in seinen alten Tagen noch nie erlebt, in seinen neuen Tagen auch noch nicht. Schwarz ist er vor Menschen, hell ist der Alex vor lauter Lichtern und laut ist er voller Gesang. Auf dem Alexanderplatz und drumherum überall Diskussionsrunden, organisiert oder spontan, Sport und Musik, auch die lange offiziell verpönte Beatmusik. Sogar zuvor permanent gemaßregelte Künstler haben plötzlich scheinbar Narrenfreiheit. So die Renft-Kombo, Bandleader Klaus Jentsch. Ein Weltfestspiel war auch nochmal eine ganz tolle Sache. Dreimal am Tag haben wir da gespielt. Da hat die DDR mal richtig geatmet, das so empfunden. Ein Hauch von Prager Frühling und Woodstock liegt über dem Osten Berlins. Für den schönen Schein wird hinter den Kulissen ganze Arbeit geleistet. Potenzielle Störenfriede sollen ferngehalten werden mit Berlin-Verbot. Während der Spiele wacht ein enormes Aufgebot von 20.000 Sicherheitskräften darüber, dass das mit der Freiheit keiner übertreibt. Wir sind überall. 9 Tage lang dauert der Ausnahmezustand, dann erreicht die Formulierung, das Festival ist vorbei, kurzzeitig Sprichwortstatus, realsozialistische Normalität und Ernüchterung setzen ein, die Funktionäre machen wieder dicht. Doch der fröhliche Blick durchs kurz geöffnete Fenster zur Welt bleibt vielen Teilnehmern dieser Weltfestspieltage in nachhaltiger Erinnerung.